Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Vasili, und ich nehme euch mit in unseren Alltag. Wir waren gerade bei Chick-fil-A und haben uns was zu essen geholt. Fast Food. Ja, so sieht das Ganze aus. Hä? Kein Salat, keine Mayo, gar nichts. Einfach so. Minimum 20 Milliliter wird das mich raus. Echt? Wenn du jetzt, wenn du, komisch. Das kannst du ja. Ich glaube, da braucht man nicht mehr. Echt? Schmeckt so. Ich direkt rein. Ich werde doch keine Fluch. Schmeckt Chick-fil-A. Und? Geil, aber mir fehlt so ein Salat, Bro. Ein Burger ohne Soße und Salat. Das ist nur Brot und Fleisch. Ja, Mann. Was ist denn? Schon mal geschockt, ja. Er schmeckt auf jeden Fall geil. Nein, Mann. Er ist saftig. Ist okay. Aber schwierig, die schmeckt mir nicht. Die? Die ist scharf, ja? Ja. Ich bin ja nicht so ein scharfer Esser. Egal, machen wir jetzt ein bisschen Mayonnaise drauf und so ein Chip, modifiziert. Er schmeckt ja besser. Close on Sunday. Ich mache ja keine Verabschiedung. You my Chick-fil-A. Close on Sunday. Das ist der Song, Leute. You my Chick-fil-A. Na 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 na. Ey. Ich kann die Lyrics nicht. Ich hab einfach einen Gospel-Chor. Nee, 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 nee. Ich geb euch jetzt mal so eine kleine Roomtour. Flick kann ich nicht zeigen, weil die Jungs, also von mir schon, aber bei den Jungs ein bisschen schwierig. So, hier haben wir mein Badezimmer. Hier mache ich mich mal fresh. Versuche ich zumindest. Ja, hier ist so mein provisorischer Arbeitsplatz. Stream. Zum Streamen, Videos cutten und alles, was dazugehört, Papiere. Ja, hier schlafe ich. Hier ist noch eine Terrasse. Hier ist der Flur. Hier ist Zimmer von Massi. Waschmaschine, Trockner, Ersatzzimmer. Hier haben wir unser Wohnzimmer. Hier ist die nette Küche. Hier werden wir morgen früh Breakfast zubereiten. Also im Livestream. Ja, unser Kühlschrank ist jetzt nicht so voll. Wir gehen gleich auch wieder einkaufen, nehme ich euch auch mit, Freunde. Und ja, das ist unsere Unterkunft. Hier ist der Vordereingang. Terrasse, klassisch amerikanisch. Und das ist unser Neighborhood. So sieht das Ganze aus, typisch Kalifornien. Ist ein bisschen kälter draußen geworden, also wir haben glaube ich 16 Grad. Die Sonne ist noch nicht ganz unten. Aber abends wird es hier immer kälter. Man darf ja nicht vergessen, wir haben Winter. Auch in Kalifornien. Obwohl man nichts davon hier merkt, wirklich. Auch was Weihnachtsdeko und so angeht, findet man irgendwie hier gar nichts. Also die sind hier, also die Kalifornier sind hier nicht in Weihnachtsstimmung. Definitiv nicht. Ja. Fotos. Wir wollen gleich Wellness machen gehen nach dem Einkaufen. Vielleicht gehe ich auch mit, mal schauen. Hier ist Muscle Beach, Freunde. Hier trainieren die im Sommer immer die großen Starken. Solche wie Azad. Ja, da gibt's auch einen Boxsack. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Platz. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Platz, als hier zu trainieren. Hier können wir auch boxen. Ich bin jetzt kein Boxprofi. Aber dass es nicht geklaut wird, ne? Ist crazy. Oh, von dem will ich keine bekommen. Wir müssen hier morgen früh kommen, oder? Gibi, willst du zweimal hintereinander? Ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, jetzt gerade einmal. Der fliegt, ja. Du haben wir eine Rodung. Oh, oh. Ja, ja. Oder der reißt gleich. Der reißt gleich. Der reißt gleich. Dass der nicht geklaut wird, ne? Der reißt dich, Bruder. Guck mal, da ist der Aufnahme. So, keine Ahnung, was das ist. Er dreht jetzt richtig durch. Sand. Nicht gut, ja. Hm? Fight nicht gut. Ja, nicht, aber, gut? Ne? Nicht gut? Das ist halt so. Ja, wie gesagt. Oder diese Tiere, glaube ich, die haust du fünfmal auf den Boden, die stehen immer wieder auf. Normal, Bruder. Wie die Engländer sprechen im Hintergrund. Schaut mal, Freunde. Was für eine View. Das sind die Farben. Die jetzt auch so spektakulär aussehen lassen, vom Feinsten, mit den Palmen. Einfach so klassisch Kalifornien. Oh, hier stinkt's aber. Überall stinkt's. Weißt du, New York genauso?
So Freunde, wir sind jetzt im Supermarkt. Wir sind heute in einem anderen Supermarkt, nicht in Ralphs. Hier gibt es ein bisschen mehr Auswahl, der ist noch ein bisschen größer. Den werde ich euch gleich aber zeigen. Die Jungs sind auch am Start. Aha, und da hinten. Heute werde ich einkaufen für das Live-Video morgen. Dort werde ich American Breakfast zubereiten. Bruder, ich brauche ein Steak. Du musst uns was empfehlen. Weil die letzten Male, diese Bison war schwierig. Das ist einfach ganz... Ich frage lieber Meister. Ich habe gesagt, dieses Stück ist krass. Also Leute, erstmal hier. Ja, warte, wir gucken jetzt. Hier gibt es erstmal Steaks. Frisch von der feinsten Sorte. Mein Tipp war dieses Prime Beef Boneless Beef New York Strip Steak. So, just looking for this steak. Was damit? Oder damit? Ja, sieht gut aus. Sag mal weiter, was haben die hier? Ja, so hat sich vorgestern Bison Steak geholt. Ich hab noch gelebt. Ich kaufe heute noch keine Steaks, Freunde. Ich werde Steaks übermorgen kaufen und dann auch ein Video drehen. Wir werden die ganzen Discounter-Steaks testen und bewerten. Ihr kennt es ja von mir. Was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall frische Eier. Die Auswahl kennt ihr ja. Aber heute brauchen wir Large Brown. Large Brown. Die Eier sehr teuer sind hier. $2.50 für 6 Eier. Ja. So Freunde, ich wollte euch aber kurz zeigen, was hier alles abgeht. Hier gibt es im Supermarkt ein Buffet. Einmal Salatbuffet, mexikanisches Buffet, amerikanisches Buffet. Und so sieht das Ganze aus, Freunde. Heftig. Alles frisch. Wir haben jetzt hier schon zum zweiten Mal gegessen. Man kann sich hier so eine Box für $10 voll machen. Man zahlt $10 und dann kann man sich hier einiges zusammenstellen. Sieht sehr frisch aus. Hier auch. Hier gibt es alles. Freunde, wenn ich sage alles, alles, alles. Vom Feinsten. Das ist auf jeden Fall ein besserer Supermarkt wie Ralphs, aber alle überteuert. Der ist auch sehr teuer. Eine Alternative zu diesen ganzen Supermärkten ist der 99 Cent Shop in Amerika. Dort kann man auch Lebensmittel holen, aber die sage ich mal, jetzt No-Name sind. Aber was man dort definitiv gut kaufen kann, sind Getränke. Sehr günstig. So Freunde, das ist mein Einkauf. Und morgen früh Frühstück. Wir haben hier Tomate, rote Zwiebel, ein paar Eier, frische Champignons, Bacon. Orange Juice, ein bisschen Schnittlauch, Sausage, ein bisschen Feta-Käse fürs Omelett und weißes Brot für French Toast. Und das hier ist für die netten Abendstunden mit leckeren Chips. Natürlich immer erst ab 21 in Amerika. Was ist der Einkauf? Also ich denke $50. Was meint ihr? Ich glaube $50. Es wird wehtun hier. Noch nicht mal die Hälfte und die ist schon bei $22. Eieiei. What? Yeah. Die sind immer schrotten, wenn die lesen, dass ich schon 30 bin. Wo ihr sehen könnt, die packen das schön vor euch ein. Vom Feinsten. Das ist Luxus. Ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Hier gibt es auch einen Kaffee, aber ist kein Starbucks, Freunde. Ah ja, Pizza kann man hier auch kaufen. Frische Pizza. Hier gibt es wirklich alles. Es ist wie ein Center. Unfassbar. Ich sag euch eins, in Amerika wird man immer wieder überrascht. Man denkt, man hat alles gesehen, aber dann kommt immer noch was oben drauf, definitiv. Also mein Einkauf hat mich heute nur $39 gekostet. 75. Eigentlich recht günstig. Bei dir 75? 75. Bei dir, Massi? 50. Ja. 50? Bei dir? $30. 30? Ja. Jetzt fahren wir nach Hause, packen alles ein, bereiten ein paar Steaks zu. Und ja, dann machen wir auch einen Plan, weil wir fahren nach San Francisco, Freunde. Ja. Jetzt ist es offiziell. Ja, Entschuldigung. Ja, Buddha hat den Trick schon raus. Ich verstehe dieses Auto nicht, ne? Warum geht nicht Zentralverriegel? Ja, Umid ist fertig, Bruder. Nee, ich, er so. Der wollte auch noch kommen. Ja. Umid. Umid? Hat sich nicht mehr gemeldet, direkt raus, cut. Ja, mit Kamera in der Hand. Raus, cut. Da habe ich mal gedacht, was mit Umid. Also, Freunde, es ist offiziell, wir fahren nach San Francisco. Ja. Abgeschlossen.